Die Leistung meiner Mannschaft kann man gar nicht hoch genug einschätzen, weil der BVB eine unfassbar starke Offensive hat, das kann man auch heute sehen. Und diese über 90 Minuten dermaßen konsequent und präzise zu verteidigen, macht mich schon sehr stolz. Stolz vor allen Dingen auf die läuferische, kämpferische Leistung. Und es war unglaubliches Teamwork heute. Ein stolzer Norbert Elgert im Interview nach dem Spiel beim BVB. Fußballherz, was willst du mehr? Schauen wir uns doch mal an, was seine Jungs denn so gut gemacht haben im Derby in Lüdenscheid-Nord. Unverändert im Vergleich zum 3:0 Pokalerfolg in Ingolstadt schickt Norbert Elgert die Männer auf den Rasen. Starten wir rein mit diesem Freistoß nach nur 7 Minuten. Henry Matter wird den treten, bringt ihn butterweich für Malik Thiaw. Blitzstart S04. Die Schwarz-Gelben lassen sich da komplett überrumpeln. Thiaw löst sich vom Verteidiger und nickt dann ganz lässig ein. Genauso kann man doch mal in ein Derby starten. Effizient vor dem Tor, stark in der eigenen Verteidigung. Die Hausherren tun sich auf jeden Fall schwer, was zu kreieren, brauchen den Antritt hier von Youssoufa Moukoko, um gefährlich zu werden. Ist ja erst 14 der Kerl. Bei den B-Junioren hat der 46 Tore gemacht in einer Saison. Wer war denn der Letzte mit 40 Toren in der B-Jugend? Ja genau, Donis Avdijaj. Vielleicht nimmt sich Moukoko ja ein Beispiel. Nächste gute Möglichkeit, auf jeden Fall für unsere Knappen hier. Mehmet Can Aydin grätscht ihn über die Linie. Der Treffer, der zählt aber nicht. Schiedsrichter Felix Brigan entscheidet auf Foulspiel. Schwierig zu sagen durch meine blaue Brille, wo er da eins gesehen haben will. So bleibt es erstmal bei der engen Führung. Doch Schalke ist hier besser. Von Dortmund kommt nur wenig. Und wenn, dann ist ja auch noch Erdem Canpola zur Stelle. Halbe Stunde rum. Nach einer Ecke machen unsere Jungs die Nummer mit einem langen Ball. Nochmal scharf, schön verlängert von Jimmy Caparros. Und dann ist es wieder Tja. Ruft einer, bitte die Polizei. Im Dortmunder Strafraum, da geht ein eiskalter Killer um. Doppelpack für Tja. Und so langsam versteht man, was Norbert Elgert vorhin im Interview-Ausschnitt gemeint hat. Gleich ist Halbzeit. Es gibt nochmal Freistoß für die Hausherren. Das Wunderkind macht's. Ja, so darf er öfter schießen. Nächste Woche kommt es ja dann auch bei den Herren zum Derby. Wenn es da auch 2:0 zur Pause steht, dann wäre das doch schon ein Träumchen. Der BVB nach dem Wiederanpfiff 4 auf jeden Fall gewillt, nochmal ranzukommen, haben ihre Chancen, die sie aber nicht zu nutzen wissen. Dieser Trend, der setzt sich dann noch weiter fort. Das ist bereits die 70. Minute. Mert Gökhan bringt den Ball von der linken Seite rein auf Moukoko. Doch auch den macht er nicht. So läuft Schwarz-Gelb die Zeit davon. Unsere U19 verteidigt derweilen leidenschaftlich und ist heiß auf den Matchwinner. Ruhender Ball für den Captain Can Bozuan. Der peilt die lange Ecke an mit dem linken Huf. Und da ist es, das 3:0. Der Keks ist gegessen, Freunde. Unsere U19 ist Derby-Sieger. Geil gekämpft, richtig malocht und die Chancen genutzt, die da waren, genauso geht Schalke. Und es kommt sogar noch besser, quasi die Kirsche auf dem extra dicken Sahne-Eisbecher. Der eben erst eingewechselte Stanislav Fehler markiert hier noch das 4:0 in der Nachspielzeit. Ruhe bitte auf der Haupttribüne, entstand im Derby Dortmund-Schalke 0:4. Aber die Umsetzung heute dessen, was wir vorhatten, ist schon gnadenlos gut aufgegangen. Aber wenn wir Matchpläne, Taktiken gehen, immer nur dann auf, wenn du in den Grundtugenden, in den Basistugenden, die Anstrengungsbereitschaft, Kampf, Teamgeist, vieles, vieles mehr, wenn du da dich am obersten Level bewegst, und das haben sie heute getan.